Wenn es ein Sohn ist, wirst du ihm Boxen beibringen, hundertprozentig. Ich habe mich immens viel jetzt beschäftigt, auch damit, wie man Kinder erzieht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass unter anderem auch das, was ich möchte, jetzt in der Welt, in der wir jetzt leben, ich glaube, und das ist eine Sache, die mir schnell aufgefallen ist, dass alles im Wechsel ist. Und ich glaube, dass mein Sohn speziell, dass der mit den größten Herausforderungen zurechtkommen muss. Und deswegen habe ich überlegt, auch so, mir ist zum Beispiel Thailand, ist mir zu sicher. Also es mag dumm klingen jetzt für euch, aber hier gibt es nichts, was irgendwie passieren kann. So, die Leute sind auch alle nett. Gefühlt gibt es kein Mobbing. Also ich habe schon überlegt, ich würde gerne irgendwo hingehen, wo ein Kind sich wirklich durchkämpfen muss. Und das bei einem Sohn, bei einer Tochter beispielsweise halte ich es für mega gut, wenn es irgendwo sicher ist. Aber bei einem Sohn möchte ich wirklich, dass der hart ist. Und ich habe da immens viel gelesen. Ich habe auch mit einem Freund mich darüber unterhalten, dass es im Moment so eines der Hauptgebiete, um das ich mich beschäftige, wenn ich einen Sohn habe, wie kümmere ich mich darum, dass er mit all den Sachen zurechtkommt? Wie kümmere ich mich darum, dass er eine autarke Persönlichkeit wird? Wie kümmere ich mich darum auch, dass ich kein zu dominanter Vater werde, der seinem Kind alles vorgibt, sondern der ihn quasi wachsen lässt? Aber das ist das, worum ich mich gerade kümmere. Schaut euch unbedingt die Links in der Beschreibung an und folgt mir auf Telegram.